Auf dem Hof wartet noch weitere Arbeit. Das Eintreiben der Kühe in den Stall zum Beispiel. Hier ist Teamwork gefragt. Hofkraft Becky hat schon über eine Stunde versucht, die Kühe in den Stall zu treiben und ist daher schon leicht genervt von der Situation. Wir wollen jetzt Rinder umtreiben und Becky hat zu mir gesagt, dass Tamer da immer genaue Vorstellungen drüber hat, wie das ablaufen muss und die Rinder auch ab und zu mal durchdrehen, wenn man die zu stark treibt. Oder Tamer dreht durch, wenn es so abläuft, wie er es haben möchte. Bin mal gespannt, was auf mich zukommt. Ihr müsst doch immer daran denken, es gibt Leitkühe in jeder Herde. Und dann muss der Druck aus der Herde genommen werden, wenn das funktioniert. Wie viele Jahre seid ihr bei mir, dass ihr das noch nicht wisst? Welches die Leitkuh da von diesen ganzen Viechern ist? Anja! Nee, eben nicht. Nee. Die blöde Kuh hat mir ja alles durcheinander gerissen. Ach, die Kuh ist neu, die hat in der Herde keine Integration. Ja, die ist aber diejenige gewesen, die angestichelt haben. Die sucht jetzt ihre Stellung. Da hinten ist doch Trockner, kannst du da nicht rüber überm Land? Die läuft dann ja weg. Carmen und Becky müssen auf die Weide. Und der Knochenbrecher gibt die Strategie aus der Ferne vor. Mit mäßigem Erfolg. Du musst immer drauf losgehen. Wenn du die anfasst, dann ist sie ganz brav. Rede mit der Kuh und brüll da nicht mit. Carmen, du musst dich bewegen, sonst geht's doch nicht. Oh, Scheiße! Was hast du mit deinen Schuhen? Kann man die abspülen? Ja. Jetzt kommen wir. Jetzt aber Schluss im Hühnerstall. So, Anton, ein bisschen schneller von hinten Druck machen. Anton, Druck aufbauen, von hinten hierher. Ja, warte mal, das ist alles noch gut. Nicht vorbeilassen, einfach austraben lassen. Tamme steht da draußen und ruft uns zu, was wir alles falsch machen und wo wir sie hintreiben müssen, anstatt dass er selber mal mit reinkommt. Da hat er dann keine Lust zu. Ich meine, es muss zwar einer einen Überblick behalten, das ist im Endeffekt richtig, und auch gucken, wo sie alle hinlaufen, aber er könnte ja auch mal mit reingehen und zeigen, wie man wie eine Kuh denkt. So, Anton, ich höre nichts von dir. Immer einfach reden. Komm, weiter. Da ist jetzt einer bei, der das kennt. So, jetzt nicht in die Gruppe laufen. Lass sie da nicht wieder zurück. Anton scheint jedoch noch etwas zu großen Respekt vor den Tieren zu haben. Wie da das erste Kalb gekommen ist, hättest du schon sehen müssen, dass sie die Tür aufgebrochen haben. Die letzten Meter werden eine echte Herausforderung, auch für Antons neue Schuhe. Komm! 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 Rein. Komm. Nicht zu viel Druck machen. Vorsichtig, sonst sind die weg. Die müssen in die richtige Richtung. Weiter, Mama. Gut so. Danke. Rammlein. Es ist fast vollbracht. Zumindest sind die Kühe nun schon mal im Stallgebäude. Doch auch hier bleibt die Situation undurchsichtig. Mit gebündelten Kräften versuchen alle, die Kühe in ihre Box zu bekommen. Ah, ihr seid zu doof. Tür auf, Kalb rein. Sag mal, bleib hier, ihr Rinder. Lass die Kälber. Die Kühe laufen frei im Stallgebäude herum, was alles andere als ungefährlich ist. Und da passiert es. Der 1,5 Tonnen schwere Zuchtbulle Diamant springt auf sein Gatter. Hofbrand mit Schippe vor. Hey, die Kühe laufen. Die Kühe laufen hier doch noch. Geh zurück. Geh zurück. Los, was soll das? Was soll das? Geh zurück. Becky will den Bullen mit dem Mini-Traktor zurücktreiben. Doch Tierflüsterer Tamme ist schneller. Gut, Becky! Ist dran. Weißt du nicht, wie viel Kraft das jetzt so wird wollen? Heavy nehmen. Tamme, sein Bulle, der wiegt 1,5 Tonnen, der ist gerade über seinen Gatter gesprungen. Und da war eine riesen Hektik da drin, alle sind weggerannt, selbst ihr seid weggerannt. Nur Tamme hat einen kühlen Kopf bewahrt, hat ihn dann zurückgetrieben. Und das ist für mich einfach Wahnsinn, dass Tamme so mit Tieren um kann und ihn das überhaupt nicht schockt, wenn so ein Bulle vor ihm steht.
zurück. Einmal von links und einmal von rechts. Geh doch zurück jetzt. Diamant! Jod. Eben einmal weiter auf. Diamant, komm. Nee, einmal und ein Stück weiter zurück reinschieben. Oh, Moment, ich schüttel ihm einmal. So, gut. Der tut jetzt nichts mehr. Der hat die Schnauze voll. Der hat das ganze Ding hier verbogen. Ja, das ist doch nur äußerlich. Das ist aber nicht witzig. Der kriegt mir das so auf. Ach, jetzt hat er erstmal die Schnauze voll.